Sie wissen vielleicht, wenn die Kulturstiftung der Länder mit im Boot ist, dann bedeutet das ganz konkret, dass 16 Länder eine Förderung unterstützen. Und das ist in einem Haus wie diesem ein ganz besonders schönes Zeichen, finde ich. Also Sie können davon ausgehen, dass unser Teil der Förderung, wir geben in der Regel ein Drittel, dass der sich in der Tat speist aus den Einlagen, die die 16 Länder in unseren jährlichen Etat machen. Das ist ein Zeichen der Solidarität und auch ein Signal. Das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen. Ihr Haus hat sich etabliert, es ist anerkannt, es steht in der internationalen einschlägigen Museumslandschaft an vorderster Stelle. Da sind wir gern fördernd unterwegs. Und Sie sagten es ja schon, ein ganz großer Sammlungsbestand mit über 6000 Objekten. Die Sammlung Sternweiler ist ja auch 2008 mit unserer Hilfe angekauft worden, mit dem Ziel natürlich am neuen Standort dann auch ein neues Konzept, was Ausstellungsmöglichkeiten anlangt, zu eröffnen. Wir fördern, wie gesagt, meistens mit einem Drittel, was bedeutet, dass wir den Schulterschluss mit anderen Partnern suchen. In der Regel ganz oft mit Ernst von Siemens Kunststiftung. Auch in dem Fall, das freut mich ganz besonders, Frau Jäger, wie schön, dass Sie da sind. Und die Stiftung Preußische Seehandlung in diesem Fall. Auch das ist ein Zeichen der Solidarität, weil eine Förderung von der Ernst von Siemens Kunststiftung in ein Haus, das jetzt nicht in erster Linie, sage ich mal, die, das muss ich vorsichtig sein, Sie wissen, was ich meine, die traditionelle Museumslandschaft unterstützt. Kunstsammlungen im ganzen Bundesgebiet, sondern dezidiert in ein Haus hinein fördert, das nun eine ganz klare Ausrichtung und auch Zielvorgabe hat. Das Werk, Sie sehen es hier, ist natürlich ein zauberhaftes Stück Malerei. Das Schöne daran ist, dass es im Grunde auch zwei Lebensgeschichten verquickt. Noch einmal die späte Lotte Laserstein, die dann immer noch fast 40 Jahre lebte. Sie ist in den 90er Jahren verstorben, also sie blieb aktiv in ihrem schwedischen Exil, wohin sie als Jüdin fliehen musste und konnte, im Gegensatz zu ihren Familienangehörigen, die in Deutschland teilweise umgebracht wurden oder im Untergrund überlebten, eine Schwester. Sie hat in Schweden auch eine Scheinehe geschlossen, hatte aber sehr enge Beziehungen zu verschiedenen Frauen, unter anderem eben zu der hier dargestellten Margarete Jarachowski. Und ich habe mich auch umgeguckt, das ist ja heute im Zeitalter von Google nicht ganz schwierig, aber man findet sehr wenig und ich denke, da steckt auch noch ein bisschen Potenzial an Forschung drin. Ein Hinweis, den ich fand, ich sehr interessant, Margarete Jarachowski ist ja auch eine Exilantin. Aus demselben Grund musste sie nach Schweden ins Exil wie Lotte Laserstein. Und sie hatte interessanterweise in den 40er Jahren brieflichen Kontakt mit Helene Stöcker. Das ist eine der großen Sexualreformerinnen, eine Pazifistin, eine Frauenrechtlerin und eine der lautesten Stimmen in den 20er, 30er Jahren, die sich für die Straffreiheit männlicher Homosexualität einsetzte. Also ein interessanter Seitenzweig, da muss es irgendeine Verbindung zwischen Madeleine und dieser Helene Stöcker gegeben haben. Es steckt im Gemälde dann auch indirekt noch eine für Berlin wichtige Museumsgeschichte, denn Lotte Laserstein wurde entdeckt durch eine Ausstellung des Verborgenen Museums im Ephraim-Palast, und zwar erst 2003. Das hat sie eigentlich wieder an das Licht der Öffentlichkeit befördert und zurückgeholt. Seither ist ihr Ruf gewachsen. Sie ist wieder rehabilitiert als ernstzunehmende Künstlerin. Sie war im Untergrund einfach verschwunden, wie das sehr vielen weiblichen Künstlerinnen ja passierte. Und das Verborgene Museum hat sich ja ganz dezidiert den Lebenswelten von Künstlerinnen gewidmet. Also diese Wiederentdeckung ist einem Berliner Haus, einer Berliner Ausstellung geschuldet. Und dass sie jetzt hierher ins Schwule Museum kommt, kurz vor dem Jahr der Frau, ist natürlich ein zweites sehr schönes Zeichen, dass jetzt wirklich ernst gemacht wird mit den lesbischen Lebenswelten, mit den Lebenswelten von Frauen, von homosexuellen Frauen. Auch das ist für uns immer wichtig, wie sich Werke in eine vorhandene Sammlung integrieren und was sie dann auch für die Forschung und für die Präsentation bedeuten und mit sich bringen. Insofern geradezu ein kleines Signal, das wir am heutigen Museumsgeburtstag und als Nikolausgeschenk der Öffentlichkeit übergeben dürfen.